Hey Angelfreunde, ich bin heute mal für ein paar Stündchen ans Wasser gefahren. Wir haben heute schon richtig was geschafft in meinem kleinen Futtershop. Haben mit dem Umzug begonnen, alles jetzt richtig schick und ja, ich will jetzt nicht sagen modern, aber auf jeden Fall alles, sieht alles top aus. Und ich dachte mir jetzt so, oh, bei dem herrlichen Wetter, frei hast du heute, fahr ins Wasser. Und deswegen möchte ich euch heute einen kleinen Schleienfilm machen. So. Ja, in dem Gewässer war ich schon öfter, habe schon ganz gut Schleien gefangen. Es hat sich aber einiges hier verändert und ich weiß nicht, ob jetzt immer noch so eine Fänge möglich sind, wie es halt vorher war. Das wird sich zeigen. Da das Ding ja hier mitten auf dem Acker ist, hat man hier natürlich auch ein bisschen Wind. Und das fängt schon wieder an, dass der ganze Dreck von unten hochkommt, ist klar. Flaches Wasser, wenn die Sonne hochkommt, den Grund dann erwärmt. Dann kommen die ganzen Schwebstoffe wieder hoch. Das ist ganz normal. Ist aber auch nicht verkehrt, denn der Wind trägt das gleich weg. Ja, was mache ich jetzt heute? Ich werde zum einen eine Route mit einem Tauwurm beködern und reinmachen. Da werde ich erstmal mit einem halben Tauwurm anfangen. Da, wenn ich den halt halbiere, da noch mehr Aroma austritt. Auf der Stippe werde ich angeln mit Mais und Made oder vielleicht auch in Kombination. Muss ich mal gucken, was sich so ergibt. Die erste Schleie, die ich jetzt dieses Jahr gefangen habe, die hat auf einem einzelnen Maiskorn gebissen. Die hatte ich auch hier gefangen. Ja, da werde ich einfach mal alles so ein bisschen durchprobieren. Zum Futter verwende ich heute den Friedfischtraum. Und da kommt dann noch was zu, was dann auch jetzt neu ist. Das könnt ihr dann auch erwerben. Und zwar ist das ein Hausmix an Partikeln. Hier sind ganz viele verschiedene Sachen drin. Ein recht hoher Hanf- und Weizenanteil auf jeden Fall drin, der die Fische gut ans Wasser oder besser gesagt an die Stelle lockt. Im Wasser sind sie ja. Und natürlich noch so andere Leckereien, die Schleien und Karpfen und auch andere Fische sehr gerne fressen. Das ist jetzt ungekocht, das kann man dann zu Hause auch noch vorkochen und mit verschiedenen Flavoren oder anderen Zutaten würzen, wie man das auch immer mag. Ich mag das aber ganz gerne, wenn man das so roh kaufen kann, denn dann kann man es nach seinem eigenen Ermessen entweder noch pimpen oder auch natürlich so verwenden, wie es ist. Hier ist jetzt in der Tüte ein Kilo von dem Zeugs drin. Ich habe noch ein bisschen Futter von letztens angerührt und da werde ich jetzt einfach dann so zwei Hände noch mit untermischen. Aber das zeige ich euch alles ganz in Ruhe. Und ich gehe auch noch mal kurz auf die Stippmontage drauf ein, weil da jetzt auch immer mal noch mal die Frage gekommen ist, wie mache ich das jetzt, wie kann ich eine einfache, simple Stippmontage machen? Ich bin ja immer Freund davon, das ganz, ich sag mal, easy zu halten, denn einfaches Angeln ist eigentlich das schönste Angeln, ohne viel Aufbaukram und so weiter. Und das ist einfach das, was für mich Angeln ausmacht. Einfach am Wasser sein, die Natur genießen. Und das mache ich jetzt heute einfach. So, kommen wir mal ganz kurz zum Futter. So, meine Freunde. Ich habe jetzt ein bisschen Futter im Eimer. Das reicht mir vollkommen aus. Wir müssen hier keine Unmengen füttern. Das ist ein kleines Gewässer, ein flaches Gewässer. Die Fische können nicht weit weg. Und das Futter ist natürlich jetzt so, weil es zwei Tage hier auch im Eimer war, immer noch feucht genug, sodass ich, wenn ich es zusammendrücke, auch noch ein Ball entsteht, der dann gut aufbröselt, so wie ich das haben möchte. Und da gebe ich jetzt einfach was von den Partikeln mit bei. Das ist jetzt hier so ungefähr, würde ich sagen, noch 300-400 Gramm Futter, das reicht mir für heute auch für ein paar Stunden. Für die Stündchen, die ich jetzt hier bin. Da mache ich jetzt mal den Beutel auf. Ich gebe da jetzt einfach noch ein bisschen was mit bei. Zu dem, was ja dann doch relativ fein ist, das Futter. Der Friedfischtraum, viele haben es ja schon ausprobiert. Da gibt es hier ungefähr mal 400 Gramm mit zugegeben. Dass da unten dann auch ein bisschen was auf dem Boden liegt. So, das drehe ich jetzt mal eben mal richtig schön durch hier. Und da ich ja hier auch nicht weit raus angel und nicht weit werfen muss, muss ich das Futter jetzt auch nicht zu nass machen. Und damit erzeuge ich dann auch noch eine richtig schöne Säule im Wasser. Was natürlich die ganze Sache sehr attraktiv dann macht. Auch dann die Kleinfische schnell anlockt. Und somit können wir aus dem Friedfischtraum, der ja wirklich wenig Partikel beinhaltet, oder besser gesagt, ja, keine, können wir dann andere Futter hier machen. Ich müsste das jetzt natürlich noch ein bisschen anfeuchten, dass es ein bisschen besser klebt. Das mache ich jetzt auch gleich noch. Und dann zeige ich euch das, wenn es durchgezogen ist, nochmal genau. So, meine Freunde, Montage Nummer 1 ist bei meiner Wurfrute. Ich verwende diese Montage sehr gerne,
weil man damit immer, auch mit der Pose, auf den Grund fischt. Das ist natürlich beim Schleienangeln oder auch wenn man Brassen fangen will oder so, immer eine sehr gute Option, das so zu machen. Ich habe das von meinem Vater und ich kann jetzt nichts sagen, keine Situation, wo es natürlich nicht funktioniert. Also das Einzige, wo man wirklich ganz flache Gewässer hat, die jetzt nur einen halben Meter sind, da wird langsam kritisch. Aber selbst hier funktioniert das gut, denn wir haben den Vorteil, da fliegt jetzt mal Teichhuhn los, wir haben den Vorteil, dass dieses Blei hier immer auf Grund liegt. Das heißt also, das Blei, der Wirbel, also der Einhänger und das ganze Vorfach mit dem Haken liegt alles auf Grund. Der Fisch hat wirklich Zeit, den Köder zu nehmen, ohne Verdacht zu schöpfen, dass da was sein könnte. Das heißt also, stellt euch vor, ich mache das jetzt mal ein bisschen vereinfacht und verkürzt, Pose guckt aus Wasser, sagen wir mal so viel, unten hängt das runter, Blei liegt auf dem Grund auf, da haben wir 50 cm Vorfach, da kommt der Köder. Im Idealfall, oh, eine Ringelnatter oder sowas hier vorne. Ein Frosch. Im Idealfall liegt der Köder ungefähr einen halben Meter, so wie dann das Vorfach hergibt, hinter der Pose. So wie hier gezeigt. So müsste das ungefähr sein. Ihr überwerft euren Futterplatz und zieht dann die Montage heran. Das ist eine ganz simple Montage. Ich habe jetzt hier auf der Schnur einen Stopper, eine 5 Gramm Pose, die ich eingehangen habe mit einem ganz normalen Wirbel. Unten kommen dann in dem Fall auch 5 Gramm Blei. Das heißt also, dass die Pose auch nicht ganz 5 Gramm hat, denn die ist nämlich überbleit. Die geht also komplett unter, wenn das Blei nicht aufliegt. Ist ein Nachteil, wenn ich irgendwie schwebend angeln möchte mit dem Köder, muss ich eine andere Pose nehmen, aber für diese Angelart ist das ideal. Kommt das Blei, dann kommt ein Einhänger, der ist jetzt hier in dem Fall ein bisschen größer gewählt. Einfach mal, weil man auch immer mal mit einem Karpfen rechnen muss. Und dann ein 50er Vorfach, ob ihr das nun selber bindet oder ein gekauftes nehmt, das könnt ihr selber entscheiden, wie ihr möchtet. Und in dem Falle jetzt hier einen kleinen 14er, oder vielleicht ist das sogar ein 12er Haken, einen goldenen Haken für Mais zum Beispiel. Nehme ich aber auch jetzt für Tauwurm, für einen halben Tauwurm, zweimal durchgepiekt rein. Einen kleinen Haken mag ich deswegen ganz gut, weil der gerade auch so im Schleienmaul dann schön im Winkel meist sitzt und man den auch ganz gut entfernen kann. Man kann größeren Haken nehmen, mache ich im Sommer teilweise auch, aber gerade jetzt Ende März rum sind kleine Haken meiner Meinung nach ein bisschen bevorteilt. So, und da fange ich jetzt mal an. Jetzt brauche ich erstmal hier noch eine Dose. Das ist ja schön windig, ey. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich nehme mir immer noch eine leere Dose mit. Wenn sie sich denn öffnen lässt. Warte mal kurz. So. Denn ich möchte ja nur einen halben Tauwurm ranmachen. So. Schöne frische Tauwürmer. Lecker, lecker. Duften sehr verführerisch. Und ob ihr nur das Kopf- oder das Schwanzende nimmt, ist in dem Fall egal, weil beim nächsten Fisch dann kommt eh das andere Ende ran. Von daher ziemlich wurscht. Ihr könnt natürlich auch mit Mistwurm angeln. So, zweimal durch, dann wird das einmal abgeknipst. Das eine Teil kommt erstmal in die Box rein. Die machen wir wieder zu. Wichtig ist, wenn das so sonnig ist wie heute hier, dann die Würmer unbedingt in den Schatten stellen. Dann habt ihr hier ein wunderschönes kleines Häppchen, was sich windet und wendet. Ah, ich hab's nicht richtig aufgepiekst. Nochmal durch. Und das ist so verführerisch für Schleien, sage ich euch. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass darauf heute auch was geht. Die Montage werde ich jetzt drin werfen. Ich werde auch die gar nicht so weit rausschmeißen. Denn gerade im Uferbereich geht die alles los jetzt unter Wasser. Die ganzen Kleinstlebewesen. Und ich habe jetzt gerade, wo ich das Futter noch mal ein bisschen angenässt habe, mal geguckt. Und da waren ganz viele kleine Mückenlarven schon aktiv gewesen und kleine Bachflohkrebschen und sowas. Also, das geht alles los. Ich habe die Route jetzt erstmal für den Anfang so auf ungefähr 6 Meter vom Ufer
Und der Weg mal gucken, eventuell nachher noch ein bisschen näher ranholen. Muss ich alles sehen, wie die Bisse kommen. Und jetzt kommen wir zur Stippmontage. So, kommen wir jetzt zu der Stippmontage. Meine Pose, ihr seht, ich habe sie schon sehr oft verwendet, hat schon ein bisschen an Farbe verloren. Aber nichtsdestotrotz, Stachelschweinposen, originale Stachelschweinposen sind meine absoluten Favoriten zum Stippen. Es ist nicht jede Pose gleich und das macht auch die Besonderheit daran aus, ihr könnt hier auch relativ viel Gewicht dran machen, das heißt also, ihr kommt relativ gut raus und ihr könnt die so fein justieren, das macht einfach wirklich damit richtig doll Spaß zu angeln und vor allem sind sie auch recht robust. Ja. So, also zum einen das. Beim Stippen, ich habe jetzt hier eine 6 Meter Stipproute, 5 bis 15 Gramm Wurfgewicht. Zum Stippen vollkommen ausreichend, sage ich mal. Ich empfehle, wenn er vom Ufer angelt, immer eine 6 Meter Route, 6, 7 Meter, wenn er so angelt, wie ich das jetzt hier mache. Ohne Gummizug. Mit Gummizug hat man meist längere Routen. Das ist aber ein anderes Kapitel. Das ist eine einfache Montage ohne Gummizug. Eine 25er Hauptschnur habe ich jetzt hier drauf. Feststehende Pose, ob nur Stachelschwein oder nicht, vollkommen euch überlassen. Hauptbebleihung habe ich jetzt in dem Falle 5 Bleischrote. Unten 3 größere, oben 2 kleinere. Oder welche genau, welche Grammzahlen das jetzt sind, kann ich euch jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Das kommt ja auch dann immer auf die Pose drauf an. Ich wundere, ich muss nur mal gucken, ob der Wurm da schon abpfeift. Einen ganz einfachen Wirbel, natürlich einen guten Knoten, gut gebunden. Den habe ich euch ja schon mal ein paar Mal gezeigt in den Videos. So, 50 cm Vorfach und ungefähr so 10 cm über dem Haken nochmal ein kleines Hebeschrot. Denn ich habe auch die Pose überbleit, aber mit der Besonderheit, dass dann nur diese 10 cm hier auf dem Grund liegen. Also der Köder und das Hebeschrot liegen auf dem Grund, der Rest schwebt im Wasser. Bedeutet, wenn der Fisch das anhebt, kommt die Pose nach oben. Dann könnt ihr schon einen Anhieb setzen. Ihr könnt natürlich auch warten, bis der Fisch loszieht. Ist eine Geschmackssache. Gerade Brassen und auch Karauschen heben das gerne an, das Blei. Und wenn ihr darauf aus seid, könnt ihr in dem Falle schon anschlagen. Ist wirklich eine einfache Montage. Man braucht nicht viel. Und ich sage mal, eine Rolle Schnur für die Stippe, also so eine Spule, da, das hält auch eine ganze Weile, wenn ihr euch das zulegt. Achtet aber bei der Schnur wirklich drauf, dass ihr eine gute Dehnung drin habt. Das ist ganz wichtig. Und ansonsten ist das einfach eine ganz simple, einfache Montage zum Plötzenangeln, zum Rotfedernangeln, zum Karauschen- und Schleienangeln, Brassenangeln. Für alle möglichen Weißfischarten könnt ihr das verwenden. Ganz früh haben sie mit Stippen auch auf Hechte geangelt. Hatte ich auch noch mal irgendwo ein Bild gehabt, aber weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo ich das habe. Und was ich euch dann empfehle, wenn ihr rausgeht, stippt, immer ein kleines Lotblei mitzuhaben. Das ist jetzt hier so eine Variante zum Ranklemmen. Es gibt auch noch welche, die haben unten so ein kleines bisschen Kork mit dran. Da führt man den Haken dann durch, klickt den ein, so dass ihr dann eure Tiefe richtig gut ausloten könnt und direkt auf dem Grund euren Köder oder kurz darüber, wie ihr es haben wollt, anbieten könnt. So, das ist eine ganz simple, einfache Sache. Ich werde jetzt hier noch kurz loten und ungefähr weiß ich ja, wie tief das hier ist. Angefüttert habe ich, der Wurm badet schon. Sonne scheint, besser kann es nicht sein. Jetzt beginnt das Angeln und werde erstmal starten mit ein paar Maden. Und dann geht die ganze Sache weiter. Drückt mir die Daumen, dass heute eine oder andere Schleie bei ist und vielleicht auch eine richtig schöne, also eine schöne für das Gewässer ist hier so ab 40, sage ich mal, 40, 42, 44, vielleicht nur noch ein bisschen größer, aber damit bin ich schon mehr als zufrieden mit der Größe. Also Daumen drücken, ab geht die Post. So, das waren auf jeden Fall die Basics, die ich euch nochmal erklären wollte. So gehe ich jetzt auch vor im Frühjahr, eigentlich auch das ganze Jahr über auf Schleien, denn man braucht nicht viel zum Angeln. In dem Falle. Da macht die Einfachheit, macht das doch ganz schön. Es kommen halt immer wieder Fragen auch, welches Futter soll ich denn nehmen und wie viel soll ich füttern? Darauf gibt es halt keine Faustformel. Ne? Also man muss sagen, ich biete ja nur schon eine ganze Weile eigenes Futter an. Ich fange damit gut. Mag vielleicht sein, dass ein anderer damit nicht so erfolgreich ist. Das kann natürlich sein. Ich habe halt das Futter hier auf die Gewässer abgestimmt, auf die ich hier angeln, oder an denen ich angel, besser gesagt.
Hab jetzt aber auch noch nicht wirklich gehört, dass einer damit ja nichts gefangen hat. Von daher kann ich euch sagen, könnt ihr gerne mal testen und probieren. Ansonsten gibt es auch im Fachmarkt wirklich gutes Futter, womit man auch sehr gut angeln kann. Also es gibt an sich kein schlechtes Futter, wo man jetzt sagen kann, das fängt nicht oder was. Wichtig ist meiner Meinung nach die Dosierung, wie viel füttert man und wo füttert man. Wenn ihr jetzt ein großes Gewässer habt, sucht ihr euch die ganz flachen Stellen raus. Die Stellen, die vielleicht, sagen wir mal, einen halben bis einen Meter, 1,20 Meter maximal tief sind, und angelt da ganz gezielt, zum Beispiel von der Schilfkante oder wo im Sommer Seerosen stehen. Da, wo vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen Schlamm, aber vielleicht altes Sediment im Wasser drin ist, wo Kleinstlebewesen anfangen zu arbeiten und zu wühlen und alles. Da solltet ihr anfangen jetzt zu angeln, weil genau an diesen Orten suchen jetzt die Fische ihre Nahrung. Nicht irgendwo auf Sandbänke oder wo ganz triste ist, auch im Sommer. Da werdet ihr jetzt nicht so viel Erfolg haben, sondern wirklich da, wo die Nahrung für den Fisch ist. Da müsst ihr euch ein bisschen ein Auge antrainieren für und auch mal das ganze Jahr so ein Gewässer beobachten. Wo sind Wasserpflanzen? Wie tief ist es an den Stellen? Da müsst ihr auch ein bisschen Vorarbeit leisten. Das ist ganz wichtig. Auf gut Glück irgendwo jetzt ranzufahren, ist eine schwere Sache. So, flache Stellen sind ganz wichtig. Am besten so sonnige Tage, wie es heute ist, wo das Wasser richtig schön erwärmt wird, wo wir auch ein bisschen Temperatur ins Wasser reinbekommen. Und dann kann ich euch noch sagen, Gewässer, die einen dunklen Boden haben, also sprich Torfgewässer oder richtige Sandgewässer, wo jetzt nicht so Kies ist, ein heller Untergrund, sondern richtig dunkler Untergrund, die wärmen sich schneller jetzt auf. Die Gewässer solltet ihr da aufsuchen und da euer Glück versuchen zum Angeln. Ja, was ist noch zu sagen? Ködertechnisch. Ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt im zeitigen Frühjahr sind doch eher kleinere Köder noch beliebt. Es gibt aber auch Ausnahmen, wenn die Fische jetzt richtig Hunger haben, dass sie sich auch so einen ganzen Tauwurm schon reinziehen. Habe ich auch schon alles erlebt, aber eher weniger. Also deswegen angle ich mit einem halben Tauwurm. Drei Maden habe ich jetzt an der Stippe oder ein Maiskorn. Oder was ich auch ganz gerne mache, sind zwei Maden und ein kleines Maiskorn. So als Kombiköder. Und damit habe ich eigentlich immer ganz gut gefangen, was so Köder technisch anging. Gibt natürlich auch noch andere Sachen. Manche nehmen gerne Kunstmaden oder irgendwie sowas. Funktioniert auch alles. Da muss man sich ein bisschen durchexperimentieren. Ich sage immer so, 3, 4, 5 Köder sollte man an so einem Angeltag schon bei haben, um ein bisschen durchzutesten, auf was die Fische gerade abfahren. Denn es kann sich von Tag zu Tag ändern. Heute kann zum Beispiel Mais der Renner sein, morgen ist es Made und den dritten Tag ist es Teig. Und deswegen muss man einfach immer schauen, worauf sie Bock haben. Was gibt's noch zu sagen? Ja, viele sagen halt, Ostwind ist scheiße zum Angeln, jetzt so gerade im Frühjahr und alles. Mag sein, aber ich sag mal so, wenn die Sonne richtig kräftig scheint, ist der Wind oft auch eine Nebensache. Denn gerade wenn sich das Wasser erwärmt und die Fische ihren Kreislauf in Schwung kriegen, ist es auch immer sehr gut. Also ich habe dann auch schon bei Ostwind gefangen. Ich sag mal, nur ein nasser Köder fängt und das ist die Hauptsache. Ja, das so zu den Basics, wenn ihr jetzt rausgehen wollt zum Schleinangeln. Sucht kleinere Gewässer auf, nicht unbedingt die Riesendinger, wo ihr im Sommer gut fangt. Die gehen meist erst ein bisschen später los. Gerade wenn auch Wassertiefen, sag ich mal, von über 2 Meter sind, das dauert einfach eine Weile, bis das sich erwärmt. Denn es ist jetzt eigentlich nur so, dass sich die Oberflächenschicht erwärmt und unten das bleibt einfach noch kalt. Und da hat man dann nicht so viel Erfolg. Deswegen guckt, wenn ihr kleine Gewässer habt, geht da angeln. Und dann werdet ihr auch schnell zum Erfolg kommen. Gut, und jetzt konzentriere ich mich ein bisschen aufs Angeln. Habe ich genug geschnackt. Und ich melde mich dann hoffentlich mit dem ersten Fisch des Tages bald zurück.
Ja, da ist die erste, ne? So schnell kann nicht gehen. Geht jetzt auf der Geobert drauf. Ne, hier nur altes Kraut dran. Aber massig. Die hat jetzt auf drei Maden gebissen, auf der Stippe. Und hat auch schon ganz gut gekämpft. Die war 36 cm lang. Das war schon mal ein guter Anfang jetzt dafür heute. So lange sitze ich jetzt noch gar nicht. So kann das weitergehen, ne? Mann, ey, hab ich hier einen Dreck dran an dem Wurm. Da kann keine Schleie den finden. Wenn ich hier 10 Zentner altes Kraut vom Vorjahr dran habe. So. Das ist wieder schön. Geht das wieder rin hier. Und auf der Stippe kommen jetzt ein paar neue Maden raufgeködert. Und dann geht das Ding auch wieder rin. Ich habe den Biss gerade erst ja nicht mitgekriegt, weil ich habe gerade die Wurmrute ein bisschen rangezogen. Und sehe auf einmal, die pfeift ja ab. Und dann habe ich einfach nur gegengehalten und dann hat sie sich schon wieder da. Die hat ziemlich tief gehakt gehabt. Aber ich denke mal, die wird es locker überstehen. Schleien sind sehr robust. Und jetzt geht's weiter. Suppi, ich freue mich richtig. Und richtige Schleienanglerhände müssen mistig sein. Die müssen richtig triefen vor Dreck und Schleien. Ach, geil. So langsam geht der Tag auch wieder zur Neige, aber der Wind lässt zum Glück jetzt auch ein bisschen nach. Ich habe jetzt ja nicht auf die Uhr geguckt, wie spät es ist, aber ich denke mal, so anderthalb Stunden ist es bestimmt noch hell. Und jetzt beginnt eigentlich auch so eine richtig heiße Phase, weil die Sonne jetzt tiefer und immer tiefer geht, drückt nicht mehr so doll aufs Wasser ruf, alles, das ganze Licht. Und ich denke mal, oder ich erhoffe mir, dass jetzt die Schleien dann auch ein bisschen aktiver werden. Ich habe jetzt nochmal einen Bleischrot abgemacht von meiner Montage, sodass ich die auch ein bisschen Übergrund präsentieren kann an der Stippe, weil doch unten ganz schön der Dreck hochkommt jetzt. Und ich hoffe einfach so, dass ich dann mit einem etwas frei treibenden Köder somit die Fische überlisten kann. Ich glaube, so viel am Gründeln sind die gar nicht heute. Zumindest sieht man auch nicht so viel. Ja, mal gucken, was jetzt noch so passiert in der Endzeit hier. Aber auf jeden Fall, Zielfisch habe ich ja schon gekriegt. War auch gleich der erste Fisch. Und dann noch eine richtig schöne Rotfeder. Aber es gab schon Jahre, da hat es hier wesentlich besser gebissen. Also das scheint hier doch einen Einfluss zu haben, was sie gemacht haben. Die Veränderung. Aber muss man halt mit leben. So ist das nun mal. Aber ich sag euch Leute, das ist einfach nur herrlich. Das ist so ein schönes Wetter für Ende März. Das ist gerade einfach nur toll. Vor allem draußen sein zu können, angeln zu können. Das ist richtig herrlich. Da hat mich gefehlt. Oh, da habe ich gerade ein Biss, glaube ich.
schauen wir mal, was das wird. Drück mir mal die Daumen, dass da heute noch so eine grüne Schönheit ans Land kommt. So, meine Angelfreunde, war leider nichts mehr los gewesen. Eine Schleie, zwei Rotfedern. Hat sich ganz schön verändert hier. Also man hat damals doch wesentlich besser gefangen, bevor sie hier rumgebaut haben. Aber gut, es ist leider nicht änderbar. Muss man halt mit leben. Ja, aber wenigstens ein bisschen draußen gewesen, die Luft genossen. Jetzt noch einen schönen Sonnenuntergang mitnehmen. Ja, hat schon was für sich, ne? Wenn man die Zeit hat, sich rauszusetzen am Abend an so einem schönen Tag. Ja, 40er Schleie hat nicht ganz geklappt. Aber ich meine, gut. Schleie ist Schleie. Ich freue mich so oder so immer über eine. Ist egal, wie groß sie ist. Über kleine freue ich mich, wenn es Nachwuchs ist. Aber alles in allem war es trotzdem ein schöner Nachmittag gewesen, ein paar Stunden, war jetzt nur 4,5 Stunden bis jetzt hier. Und ja, die Fischaktivität war auch jetzt nicht so doll, also das ist alles irgendwie ein bisschen anders jetzt hier. Ist natürlich schade, aber was soll's. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall, wenn ihr rausgeht, angeln, viel Petri Heil. Und ich hoffe, dass jetzt hier im letzten Licht noch irgendwas ans Band geht, egal was. Aber ja, ich genieße das einfach nur ein bisschen und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, bis dahin, hier draußen habt Spaß am Wasser. Denn in der Bude haben wir lange genug gehuckt. Und jetzt ist es wieder Zeit, die Natur zu genießen. Bis zum nächsten Mal.